Und der entscheidende Aspekt ist, dieses Gesetz ist nicht verhältnismäßig. Wegen einer Ordnungswidrigkeit von 20 bzw. 80 Euro werden jetzt alle Autofahrer überwacht. Und das passt nicht zusammen, lieber Kollege Klare. Und Ihr Vergleich, den Sie eben gezogen haben mit der Geschwindigkeitsüberwachung, greift eben nicht, weil da wird ja nur der geblitzt, der zu schnell fährt. Wenn Sie hier alle erfassen und abgleichen, und das ist ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und deswegen ist dieses Gesetz hochbedenklich. Der Bundesrat hat es abgelehnt. Und ich bin der festen Überzeugung, bei einem Gerichtstest wird es hier Probleme geben, ähnlich wie bei Section Control in Niedersachsen, was auch die Liberalen bekämpft haben und erfolgreich fürs Erste gestoppt. Auch dieses Gesetz wird so nicht funktionieren. Minister Scheuer ist nicht nur der Fahrverbotsminister, er ist auch der Autofahrerüberwachungsminister. Mit diesem unnötigen Gesetz, das dringend gestoppt werden muss. Vielen Dank, Herr Kollege Luxich. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Andreas Wagner, Fraktion Die Linke.